Ja, Dildo-Stärke. Boom. Ja, der Stoß muss so richtig schön aus den Hüften kommen, weißt du? Bam, ja. Bam, ja. Genau so läuft das, Baby. Immer schön abspeichern vor den Legendären. Jau. Ein wildes Lavados erscheint. Genau, das speichert man vorher. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es geone-shottet wird. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Probieren das nochmal. Diesmal mit der Kraftreserve. Die ist Stein. Hat damit eine Vierfachstärke. Aber kein... Kein Step. Mal schauen. Perfekt. Absolut perfekt. Sowas wie ein Schlafpulver wäre nicht schlecht gewesen, aber Sumatan wird zu langsam sein. Sumatan hat Schlafpulver, aber ist definitiv zu langsam. Wünscht mir Glück. Los. Drückt irgendwas. Gut, subscribe! Och Mann, wirklich, ey? Das ist ja richtig, richtig lästig hier. Wie gesagt, Sumatan wird da nie und nimmer Schlafpulver reinbekommen. Es sei denn, wir haben Glück und er benutzt irgendeine falsche Attacke. Safeguard. Verdammt. Und wie lange hält Safeguard? Wie lange hält das jetzt? Fünf Runden oder sowas, oder? Oder ist das nur für eine Runde? Oh Gott. Wir müssen dann noch einen Haufen Ultrabälle kaufen gehen. Für die anderen beiden Vögel. Immer noch geschützt durch Safeguard. Fuck. Na. No.
Das war jetzt verkackt. Ja, sowas wie Donnerwelle wäre halt ganz cool gewesen. Donnerwelle, Schlafpulver, irgendwas. Statusveränderung halt. Müssen wir vielleicht doch noch mal rausgehen und die Moves ändern. Alter! Bin mir nicht sicher, mit welchem Projekt ich als nächstes starte, aber ich habe schon einige aufgeschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass Infinite Fusion, dass wir das vielleicht zuerst machen. Weil das klang halt allgemein am lustigsten, muss ich mal sagen. Hat er das auch schon öfters mal bei anderen gesehen, vor längerer Zeit schon? Und diese Webseite, wo man die einfach so kombinieren kann, um dann zu gucken, wie die aussehen. Da habe ich auch schon öfters mal drauf rumgespielt. Also hätte ich schon irgendwie Lust. Da kann man dann auch richtig lustige Sachen zusammenbauen. Da könnt ihr dann teilweise auch Wünsche äußern, wie ich hätte gerne ein Pokémon nach mir benannt, das aus diesen beiden besteht irgendwie so. Und dann in der Zusammensetzung oder sonst wie. Ein paar Sachen werde ich auch selber random versuchen zu kombinieren und gucken, was lustig aussieht. Aber wenn ihr schon irgendwie ein paar habt, die ihr sagt, oh, die sehen so cool aus, ich möchte unbedingt so ein Pokémon haben, das nach mir benannt ist, dann könnt ihr das ja dann auch schon vorher mal Bescheid geben. Dann schreibe ich mir das auf und wenn ich dann dem Pokémon begegne, fange ich es dann natürlich auch und baue dann halt so ein Ding zusammen. Kann man bestimmt so einige lustige Sachen machen. Ich habe da mal so ein Glurak gesehen, was dann so ein winzig kleines Pikachu-Face hat. Also ein riesiger Glurak-Körper und dann so ein winzig kleines Pikachu-Face auf dem. Also ich glaube, das wird hier irgendwie nichts. Ich hätte Donnerwelle wahrscheinlich irgendwie mitbringen sollen oder so. Ich habe gar nicht in Erinnerung gehabt, dass die so krass schwer zu fangen sind. Bin der Meinung, ich habe die manchmal sogar mit einem Pokéball gefangen. Hast du so Hyperball geworfen, will nicht, oder Ultraball, wie auch immer, will nicht, und einfach mal einen Pokéball geworfen, bumm, war drinne. Aber irgendwie will das ja gerade gar nicht, ey. Der killt uns jetzt sogar schon. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nee, viel zu viele Pokébälle verschwendet. Oder Hyperbälle. Versuchen wir nochmal.
Alter. Und wetten, der wacht jetzt direkt wieder auf. Bevor ich einen Pokéball werfen kann. Hätten zuerst verletzen sollen. Oh, nö, jetzt. Und dann killt das auch noch. Letztes Mal ist nicht gekillt. Ein Wasser-Pokémon meiner Wahl plus Smetbo. Aha, Smetbo. Und was vorne? Also, ich meine, es spielt auch eine Reihenfolge. Wer vorne ist und wer der Erste ist und wer der Zweite ist. Ne? Ich glaube, der Körper des Ersten wird genommen, der Kopf des Zweiten oder irgendwie sowas. Du willst wahrscheinlich so ein Smetbo haben. Also dann den Smetbo-Körper, oder? Oder willst du einfach nur, dass die Flügel hinten dran landen? Ich weiß nicht genau, wie die Kombination funktioniert. Warum killt denn der jetzt auf einmal? Das letzte Mal hat das nicht gekillt. Das vorletzte Mal. Dragon Breath kann paralysieren, nicht wahr? Vielleicht versuchen wir es mit Dragon Breath. Zweimal Dragon Breath und dann hoffentlich eine Paralyse drin. Shit. So machen wir das jetzt. Wir machen jetzt Dragon Breath zweimal und hoffen auf eine Paralyse. So wenig. Letztes Mal fast die Hälfte abgezogen. Alter, du sollst nicht mich verbrennen, ich möchte dich paralysieren. So rum läuft das hier. Dann müsste es ja jetzt noch einen Dragon Breath überleben, wenn er jetzt gerade gebufft wurde. Komm schon, überlebe es und paralysiere. Nicht wahr, nicht paralysiert. Wir werfen trotzdem mal, ich sag mal so, allerhöchstens 5 Bälle. Dann ist Reset. Ich verschwende keine 20 Bälle an das Vieh. Nicht überleben. Nee. Aber leider auf gar keinem Pokémon irgendeine Form von Statusveränderung, so was man so garantiert machen kann. Irgendwie blöd. Oh, das waren doch schon zwei Wackler, ey. Komm schon. Komm schon. Weißt du, ob man jetzt hier im Postgame noch irgendwas machen kann? Außer die Legendaries zu fangen.
Wo ist der Xela, wenn man ihn mal braucht? Und dann meckert er rum, dass er die Serie verpasst hat. Seine Stream-Serie. Der könnte das jetzt beantworten, ob hier noch irgendwas kommt. Ach ja, jetzt haben wir einen. Warum grittet das? Das ist doch beschiss. Das ist doch beschiss. Alter. Da haben wir ihn endlich mal paralysiert. Und dann grittet das. Kick die Krätze hier. Okay. Aber viel zu wenig Schaden gemacht diesmal. Ist die Frage, passt da jetzt noch ein dritter rein? Glaube nicht. LOL! Wir haben es! Lavados! Natürlich ein Nickname, aber was für ein? KFC. Facettenauge von Smetbo auf ein Wasser-Pokémon zu bekommen. Hydro-Pumpe später sinnvoll nutzen kann. Oh! Ja, das ist eine coole Kombi, ja. Auf jeden Fall. Genau. Dann könnt ihr euch gerne so ein paar lustige Kombis ausdenken, bevor wir das Projekt starten und dann mal Bescheid sagen. Und dann gucken wir mal, was wir so im Laufe des Spiels fangen und zusammenbauen können. Auf jeden Fall eine coole Idee. Ah! Jetzt habe ich ja gar keinen Flug mehr. Ich habe mein Flug-Pokémon rausgenommen. Es wird jetzt... Gut, im Kraftwerk brauchen wir keine Stärke. Aber ich bin der Meinung, in den Seeschauminseln braucht man noch mal Stärke, oder? War das nicht so? Bin der Meinung, in den Seeschauminseln war noch mal was. Wenn es sich hier an das Originalspiel hält. Gehen wir erstmal zum Kraftwerk. Und Griever, du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Kommt hier im Postgame noch irgendwas, außer die, außer die Legendaries zu fangen? Also sollte ich noch irgendwas die Augen offen halten? Ist hier nochmal eine kleine Quest oder ist hier nochmal irgendwie die Möglichkeit zu den Top 4 zu gehen oder irgendwas Interessantes. Weißt du nicht, okay. Aber den Kampf Ash und Eich, das kanntest du ja schon. Deshalb dachte ich, dass du vielleicht auch das Postgame kennst.
Wenn ich wüsste, wo es hier lang geht. Weiter zu gehen, also gehen wir erstmal oben lang. Ja. Protect. Das ist bestimmt wieder ein Pokémon. Ne? Elixier, okay. Weil Pokémon Feuerrot und Blattgrün hatten ja eigentlich auch immer dann noch die Savvy Islands mit dran, ne? Weil jetzt zum Beispiel die Frage, kommen wir hier noch irgendwie auf die Savvy Islands? Gibt's da vielleicht noch mal ein bisschen extra Story mit Eich oder so? Das würde mich mal interessieren. Und wenn ja, wie? Dann müsste man vielleicht mal in Orania City noch mal nachschauen. Und vielleicht bauen wir dann unser Team um. Packen die Legendären mit rein, ich weiß es nicht. Donnerstein. Gar nicht, dass man von denen wegrennen kann. Ich dachte, das zählt als so eine Art Trainerkampf. Ich wollte es mal ausprobieren. Ja. Ah. Mal schauen, wie viel das macht. Uff. Da noch ein Gigadrain reinpasst. Gucken mal. Ja. Wegen Flug. Ach ja, wegen Flug. Schade. Aber schön weiter schlafen. Nicht mal gewackelt. Autsch. Ach. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt nicht paralysiert sein oder sowas. Komm schon. Oh Mann.
Komm schon. Liefer ihn ein. Alter, zweimal hintereinander! Ja, schlaf. Schlaf, mein Kindchen. Dann fange ich dich ein. Ob ich dann vielleicht noch einen Giga Drain reinpassen kann. Er hat seine Special Defense erhöht, ne? Schon zweimal. Müsste ja eigentlich passen. Ja. Das ist jetzt eigentlich optimal. Im roten Bereich und es schläft. Komm schon. Komm schon. Oh. Komm schon, Go Go Gadgetto Pokéball. Aber er schläft ziemlich lange. Das ist schon mal gut. Naja, jetzt war's das. Macht er noch eine Attacke und die Floor ist weg. Okay, wir könnten Glück haben. Komm, bitte, 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 bitte. Ja. Wir haben noch mal eine Chance. Alter! Ist doch Bullshit! Komm schon! Komm schon! Oh Mann, das war doch schon drinne! Oh, das hat dreimal gewackelt! Kriege ich es nicht mehr. Jetzt muss ich, glaube ich, neu starten. Okay. Alter, was soll denn der Mist? Es ist rot und es schläft. Beschiss, oder? Ist doch absoluter Beschiss. Starten wir nochmal. Wir können es auch mit Paralyse probieren, aber
weiß nicht. Das weg. Ach ne. Die Powder. Machen glaube ich 2 Giga Drains. Ich habe Angst, dass die Sludge Bomb zu viel wird. Wobei er jetzt schon 2-mal Special Dive geboostet hat, ne? Die Sludge Bomb könnte passen. Wir riskieren es mal. Hast sogar noch ein Gigadrain rein. Hast sogar noch ein Gigadrain. Jetzt bitte nicht critten. Bitte nicht critten. Fuck you! Es war zu viel! Hätte doch eigentlich noch passen müssen. Hätte eigentlich noch passen müssen. Oh Mann. Ne, Griever war das, Griever. Ach Mensch du, die legendären. Ich dachte, ich das, zack, zack, 5 Minuten hab ich's ja alle, weißt du? Dauert ein bisschen länger. Warum? Totaler Unfug. Crits kommen immer genau dann, wenn man sie überhaupt nicht braucht. Ein Like. Dann gibt es auch ein Licke. Und ein Abo. Wofür? Weiß ich's fange oder was? Na komm schon, komm schon! Mach doch mal Paralyse! Mach doch mal Paralyse! Komm schon, komm schon! Ich will doch nun paralysiert haben. Ja! Paralysiert und im roten Bereich. Jetzt geht's los. Go, go!
Gadgetto Pokéball. Komm schon, ich krieg dich, ich krieg dich. Ich krieg dich. Im roten Bereich und Statusveränderung. Warum ist es dann immer noch so schwer? Ich verstehe es nicht. Aber noch weiter in den roten Bereich kann ich ihn nicht reinprügeln, oder? Er stirbt mir doch weg. Komm schon. Schon. Los, ich schmettere. Los, 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 los. Er will nicht. Er will nicht. Können wir ihn noch einmal angreifen? Ich weiß nicht. Er hat mittlerweile so viele Defense Boosts. Vielleicht überlebt er was. Aber was? Vielleicht ein Giga Drain? Vielleicht ein Giga Drain? Einschläfern kann man ihn jetzt nicht mehr, ne? Weil Paralyse und Schlaf geht gleichzeitig nicht. Und Schlaf kann Paralyse auch nicht überschreiben, glaube ich. Oder? Wie läuft das? But it failed. Geht nicht. Es ist nicht daneben gegangen, es hat fehlgeschlagen. Weil er schon Paralyse drauf hat. Ist die Frage, krieg ich vielleicht noch einen Giga Drain rein, ohne dass es stirbt? Weil es hat jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 4 Special Death Boosts drauf. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren möchte. Jetzt kommt noch ein Special Death Boost. Komm, das muss der jetzt überleben. Das muss der überleben. Bitte überlebe es, bitte überlebe es. Ach, komm. Das sind 2 HP oder sowas. Komm, geh in den Ball, geh in den Ball, geh in den Ball. Los, 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 los. Bitte, 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 bitte. Fuck! Warum? Warum? Wir gehen schon langsam die Bälle aus. Hat nicht mal gewackelt. Wie kann das sein, dass es nicht mal wackelt? Komm schon. Komm schon. Einfach nur noch absurd. Thank you.
soll ich denn dazu sagen, Leute? Mal ganz ehrlich. Das Ding hat so gut wie gar keine HP mehr. Es ist paralysiert. Und wackelt nicht mal einmal im Ball. Eine Catchrate berechnet man nicht, die liest man einfach irgendwas in der Tabelle ab, oder? Was gibt's denn da zu berechnen? Oder meinst du abhängig vom Ball, den man benutzt? Wie hoch ist denn ungefähr die Catchrate hier in diesem Szenario? Oder die Chance, dass es drinnen bleiben sollte? Ich hab das Gefühl, ich werde hier verarscht. Ich werde hier komplett verarscht, oder? Das Ding hätte doch schon längst drin sein müssen. 3%? Was? Seit wann? Seit wann ist das so schwer? War früher nie so schwer, habe ich das Gefühl. Ich habe die früher mit Pokebällen gefangen, Alter. Pokebälle. In Gen 1. Oh, das war dreimal gewackelt und es springt trotzdem raus. Ihr seht das ja gar nicht, weil das Poké-Ding davor ist. Das ist der letzte Ball. Das ist der letzte Ball. Wir probieren es nochmal mit Schlaf. Mal schauen. Oh, jetzt ist Poison drauf. Das war jetzt so nicht geplant. Komm schon. Du willst doch nicht krepieren, oder? Wenn du im Ball bleibst, dann stirbst du auch nicht. Aber wenn du nicht in den Ball reinkommst, dann stirbst du. Komm schon. Letzter Versuch jetzt. Komm schon. Bitte. Ich habe nicht damit geplant, dass der gleich bei einer Slushbomb gleich vergiftet wird.
Normalerweise triggern die Effekte ja nie. Hätte das jetzt noch vergiftet, hätte ich geschrien, Alter. Hätte ich sowas von geschrien, wenn das jetzt noch vergiftet hätte. Habt ihr das Ding gesehen? Komm schon, Sleeper, oder? Das war ein Hit. Ach, Xela, du bist ja da. Übrigens. Kommt hier noch irgendwas anderes im Postgame, außer Mewtwo und die Vögel? Gibt's hier noch was anderes zu tun dann? Oder war es das dann? Das war's dann, okay. Sind wir quasi durch, dachte ich mir eigentlich schon. Die Vögel braucht man jetzt als Zuschuss eigentlich auch gar nicht mehr fangen, also ganz ehrlich. Ich mach's einfach bloß noch, weil man es kann. Aber eigentlich gibt es keinen Grund mehr dafür, ne? Gibt ja keine stärkeren Gegner. Es gibt keine Liga, die man machen kann. Die Arenen haben wir auch schon besiegt. Also theoretisch sind wir durch. Mewtwo haben wir auch schon gefangen. Den habe ich direkt als ersten geholt. Du willst mich doch verarschen, ey. Du willst mich doch absolut verarschen. Ja, genau, ne? Der hat mir auch gesagt, mach nochmal alle Arenen. Ich so, hä? Bin zu den Arenen gegangen und die haben bloß ein bisschen was geplappert und das war's, ne? Also das, was sie schon immer gesagt haben, quasi. Also, du kannst die Arenen nicht machen. Du kannst die Liga nicht machen. Ich weiß nicht, was man hier sonst noch machen soll. Mewtwo und Lava, das haben wir jetzt schon. Fehlen nur noch Arctos und Zapdos. Und dann ist das Spiel durch, beziehungsweise ich würde sagen, es ist schon durch. Eigentlich schade. Schade. Ich hatte gehofft, da kommt noch was. Kann man Mew machen? Das weiß ich nicht, ob das geht. Meinst du mit diesem Mew-Trick? Den gibt es ja in Gen 3 nicht. Ach, ernsthaft? Kann man den Truck in diesem Teil verschieben? Weil das war doch immer so ein dummer Mythos in Gen 1. Und also... natürlich nur Schwachsinn. Oh Mann, wirklich. Oh, der Kampf ist schon wieder so nervig. Komm schon, jetzt bleib doch mal in dem blöden Ball drinne. Also ich habe das nicht so schwer in Erinnerung gehabt. Aus den älteren Teilen. Thank you.
Ach, der schläft schon gar nicht mehr, ne? Mist. Nicht mal mit dem Ball getroffen ohne Sleep? Was heißt denn nicht mal mit dem Ball getroffen? Was? Dann laberst du. Das Pokémon ist ausgewichen? Ernsthaft? Gab's sowas? In Gen 1? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ernsthaft, ey, mir gehen die Pokebälle schon wieder aus. Aber das ging irgendwie einfacher. Oder hatte ich da Glück gehabt? Ich weiß es nicht. Bei Mewtwo habe ich den Meisterball genommen, weil ich dachte mir Level 80. Nee, danke. Ich habe ein paar Hyperbälle probiert und dann habe ich einfach den Meisterball genommen. Das ist schon ganz schön frustrierend, du. Alter Schwede. Oh. Also ich glaube, die Legendaries kriegen wir heute gar nicht fertig. Weil der Kufo kommt ja in einer halben Stunde zum Filmeabend. Das heißt, wir werden versuchen, Zapdos jetzt noch zu fangen. Und das nächste Mal dann halt Arctos und Mew. Ich will das schon noch abschließen. Die Legendaries will ich schon noch mitnehmen. Aber theoretisch sind wir fertig mit dem Spiel. Haben wir alles gemacht. Ich weiß nicht, also Lavados ging ganz entspannt, oder? Habe ich Glück gehabt oder so? Kannst ja zurückspulen, wenn du magst. Da habe ich es erst ohne Schlaf und so ein Zeug probiert und dachte mir dann so, ja, nee, das geht schon ein bisschen scheiße. Hab den dann paralysiert und der war noch im gelben Bereich. Ball geworfen, bumm, drinne. Also zweimal quasi Dragon Breath gemacht. Der war noch im gelben Bereich. Ich habe mich nicht getraut, noch einen dritten hinterher zu schmeißen. Hab dann einfach mal einen Ball geworfen und der war drinne. Das letzte Sleep Powder. Das letzte Sleep Powder.
Jetzt aber. Jetzt aber, los. Jetzt sind wir beide rot. Go, go! Gadgetto! Pokeballo, keine Ahnung. Ah! Kann, glaube ich, nur noch zwei Bälle. Zwei Bälle. Das ist der vorletzte. Und das ist der letzte. Ist halt irgendwie, ich weiß nicht, das macht für mich gar keinen Sinn, dass das so super schwer ist. Wenn du die eh erst in der Post-Story fangen kannst und dann auch nichts mit denen machen kannst. Es gibt da keine Gegner. Na, es gibt keine Liga, es gibt keine Arenen. Alle Trainer hast du ja eh schon besiegt. Also selbst wenn du dich jetzt tagelang damit rumquälst und die irgendwie fängst, du kannst sie gar nicht benutzen, weil es gar keine Kämpfe mehr gibt. Verstehe ich nicht, warum die dann so schwer sind. In der normalen Story, da kannst du die ja noch vor der Pokémon-Liga fangen. Da kannst du die in der Pokémon-Liga benutzen. Und dann kannst du ja hinterher noch auf die Savvy Islands. Die gibt's ja hier nicht, oder? Hier gibt's doch keine Savvy Islands, oder? Ja, das ist halt irgendwie schade. Und es ergibt für mich halt nicht viel Sinn. Warum man dann so viel Zeit darauf verschwendet, Pokémon zu fangen, die man in gar keinem einzigen Kampf mehr benutzen kann. Außer gegen die anderen Legendären halt. So macht man's. So macht man's. So, wie haben wir den ersten genannt? Den Lavados? Wie haben wir Lavados genannt? Wer weiß das noch? Wie haben wir Lavados genannt? Ich scroll gerade hoch, ob ich's im Chat irgendwo sehe. Gar nicht mehr. Wie haben wir denn Lavados genannt? KFC. Lavados war KFC. Zapdos. Also Arktos könnte Suppenhuhn sein. Gefrorenes Suppenhuhn. Was ist denn Zapdos? Ein Maishuhn. Ein Maishähnchen. Maispolade. Maispolade. Also, wie schreibt man das denn? Ich glaube, man schreibt das so hier. Irgendwie so. El Pollo Loco! Maispolade. Bin mir nicht ganz sicher. Norm, dann würde ich jetzt hier erstmal ausmachen. Weil, wie gesagt, der Kufo kommt jetzt gleich vorbei. Wir schauen dann gemütlich ein Filmchen oder zwei. Und abends 18 Uhr gibt es dann hier Futtern mit Dös. Ja, wir kochen dann eine Kleinigkeit, quatschen ein bisschen und futtern dann mit meinem Schwesterherzchen. Das Dös-Paddel ist wieder mit dabei. Und dann würde ich... Ich weiß nicht genau, wann wir dann das fertig machen. Wir machen das auf jeden Fall noch fertig. Na, wir gehen uns dann nochmal Mew angucken. Aber vorher wahrscheinlich nochmal Arktos. Ja. Beziehungsweise, ich muss erstmal Bälle kaufen, ne? Ich habe gerade alle meine Bälle verbraucht. Dann müssen wir hoch zur Pokémon-Liga. Genau. Jo, ich bin dann auch raus, ne?
Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, schaut abends zu Futter mit Dös rein. Oder ansonsten dann halt zu den ganz normalen Gaming-Streams, wie immer. Ne? Das Anton und der Döskopf sagen Tschüss und schönen Freitag, schönes Wochenende noch.